Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Space Engineers hier in der vierten Staffel auf MyGoHazard TV. Ich bin's, der Eiswecker, und begrüße euch zusammen mit Heiko und Nils. Hallo. Hallo. So, wir haben jetzt, Nils guckt gerade, ich habe schon aufs Programm geguckt, Heiko hat schon aufs Programm geguckt, der macht ja nur auch Elektronik und hat auch schon ein bisschen Programmierung in seiner Ausbildung und ja. Der Nils guckt auch gerade drüber und irgendwie sind wir nicht ganz, ist mir die Programmierung aktuell nicht ganz koscher. Er rechnet mir da irgendwie was zusammen. Und das Einzige, was stimmt, ist die zweite Zeile, Batterien, 4 Stück. Das stimmt. Der Rest nicht. Ich habe keine Ahnung, was er da rechnet. Ich kriege hier oben gerade ein Monster-Terminal, ey. Ich gestalte gerade mein Cockpit oben, ne? Okay. Das wird echt heftig. Weil, Nils, wenn ich in der Vorschleife, wo ich Powerload rechne, ne, da mache ich aktuell ja nur eine Zuweisung. Da steht ja nur Powerload gleich, weiß ich nicht, Butt Current Stored Power, ne? Ja. Wenn ich damit Plus rechne, dann zeigt er mir aber das Dreifache an. Dann zeigt er mir hier 300% an. Ich muss gerade noch reinfinden, wie das Ganze genau geschrieben ist. Beziehungsweise, was willst du mit diesen Eimer Batterien aussagen? Da wollte ich eigentlich den Wert haben, was. Deswegen wollte ich da halt nicht mit Plus rechnen, dass er mir da den Prozentwert von einer Batterie gibt. Deswegen hatte ich da eigentlich nicht mit Plus. Deswegen in der Zeile, wo Powerload steht, hatte ich vorher mit Plus gerechnet. Das hatte ich jetzt rausgenommen. Deswegen, aber. Ich denke mal, der rechnet dort. Dadurch, dass du eine Vorschleife hast, rechnet er alle drauf. Aber drauf rechnet tut er normalerweise eigentlich nur, wenn ich da auch ein Plus habe. Ansonsten müsste er eigentlich nur zuweisen. Und selbst wenn er aktuell drauf rechnen würde, dann müsste er bei Powerload aber auch das Vierfache anzeigen für 4 Batterien. Tut er aber nicht. Jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, wird der Powerload-Wert auf 0 zurückgesetzt. Weil das ist ja oben am Anfang der Void, ist das ja drin. Wo die Variable erstellt wird. Also das Einzige, was wirklich funktioniert, ist Dataset 1, ne? Die Anzahl der Batterien. Genau, 4 Stück, ja. So, was willst du bei 0 ausgeben? Gott. Warte, muss ich mal kurz reingucken. Ja. Bei 0 soll er mir ausgeben, eigentlich in Prozent, wie stark die Batterien geladen sind. Ja. Alle zusammen oder im Durchschnitt? Alle zusammen. Also, das heißt alle zusammen, im Durchschnitt, ja. Deswegen sollte er ja alle zusammenrechnen und dann durch die Blockanzahl, durch 4. Unten steht das ja bei der Zuweisung, Dataset 0. Das ist gleich total Batterie Power. Punkt to String. Das ist Power Load. Darf verändern, ne? Ja. Jetzt hast du den dreifachen Wert, also den dreifachen Wert an. Das hat 300% und. Nee, er zeigt den vierfachen Wert an. Davor war es 75. Ja, stimmt. Ja, aber gut, für die Anzahl der Batterien ist es der dreifache Wert. Weil er 4 Batterien hat. Ja, er kann hoch bis 400% dann. Naja, an sich schon bei 4, ja. Ich weiß auch nicht, warum er für eine nur 75% anzeigt, das weiß ich auch nicht. Jetzt müsste er dann wieder 75 anzeigen. Weil die sind ja voll geladen alle, ja. Hm. Okay. Als wenn er eine Batterie nicht mitzählen würde. Bei der Rechnung zumindest. Beim Auslesen der Blöcke schon, aber bei der Rechnung tut er anscheinend einer theoretisch auslassen.
Ja. Mein Schiff ist jetzt quasi für zwei Programme ausgelegt. Zwei Programmierer-Blöcke eingebaut. Ich habe jetzt gerade nochmal, um sicher zu gehen, nochmal extra nochmal geprüft, ob wirklich die Batterien auch alle überhaupt wirklich voll geladen sind. Nicht, dass irgendeiner auf Entladen steht oder so. Frage, wo gibt es denn die Batterien rein? Ins Programm. Unter dem Void Get Battery Stat, da hast du die Listeerstellung. Da wird die Liste erstellt. In den zwei Zeilen, die da Bei kommen. Battery Blocks. Battery Block, ja. Mal einen Fehler beheben. Theoretisch in der Vorschleife, dadurch, dass du, warte mal, 0, 1, Er oh, macht verdammt. die Schleife ja selbstständig eigentlich so viel, wie Blöcke da sind. Ja, ist die Frage, ist es kleiner oder kleiner gleich? Kleiner gleich habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Kannst du aber gerne ausprobieren, nochmal. Ja, ich hab's gerade ausprobiert. Ich mach's jetzt mal an in Deswegen meinem ändert nichts Terminal. dran. Oder Computermotor und Deswegen, Anzeigen noch. ich hab das noch nie so direkt ausgelesen. Ich habe das immer, aber mit Listen habe ich zwar schon gearbeitet, mit einer Vorschleife auch schon. Aber deswegen, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ja, ich muss da mich noch so ein bisschen reinfinden gerade. Ja. Kein Stress. Weil an sich, mit Java an sich habe ich programmiert, aber noch nicht mit C++. C Sharp ist das hier. Oder was auch immer. C++ ist nicht so extrem, also nicht so extrem objektorientiert. C Ja. Sharp schon. Ich kenne mich dabei auch nicht so extrem aus, lass mal, aber deswegen mit C Sharp habe ich abgesehen von Space noch gar nicht programmiert. Also auch nicht mit Java. Aber Java ist, glaube ich, auch objektorientiert, ne? Java objektorientiert, da habe ich kein Probleme. Da komme ich mit klar, aber mit anderen Programmen wird es dann schon schwieriger wieder. Eine andere Schreibweise halt ein bisschen hier, ne? Aber wahrscheinlich habe ich auch einfach nur wieder mal ein bisschen zu schnell programmiert. Normalerweise gehe ich da auch langsamer ran. Dass ich dann wirklich erstmal mir jede einzelne Datensache auf dem LCD anzeigen lasse, eins nach dem anderen, so wie ich es brauche und formatierungstechnisch und so weiter. Was ist ein VAR? Variable allgemein, es ist eine allgemeine Variable, weil ich die ja nicht explizit Ja, gut. zuweisen kann. Dann wählt er quasi selber den Typ, den er dafür braucht, je nachdem, was er reinsetzt in die Variable. Das ist quasi erstmal das erste Programmproblem. Wenn das Problem gehoben ist, das mit dem Reaktor ein- und ausschalten, ist dann eine andere Geschichte. Das ist ja nicht mehr das Problem dann. Das ist bloß eine If-Schleife dann.
Ich habe schon mehrere Batterien ausgelesen, erfolgreich. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Habe ich nicht bisher schon an kleinen Schiffen habe ich das schon gemacht. Da habe ich allerdings noch anders ausgelesen und nicht über den Qwen Stored Power Bereich. Da hatte ich noch direkt über die Zahl, die ja unten quasi im Kontrollfeld der Batterie unten anzeigt, wo er quasi dir die Textausführung anzeigt, wo er gesagt gespeicherte Energie und dann so und so viel, dann hat er halt manuell da getrimmt und die ganzen Buchstaben weggenommen und die Zahl umgerechnet und es war ein ewig langer Abschnitt und so ist es deutlich schneller auszulesen eigentlich. Deswegen, weil er liest den Wert eigentlich aus in einem, also ein Qwen Stored Power ist quasi 100% ist 1. Und alles, was unten drunter ist, ist dann halt weniger logischerweise. Oh, 1200%, okay. Ja, ich habe gerade einfach mal kurz Spaß halber mal genommen. Okay. So, das heißt aber, dass er allgemein 300% hat bei einer, wirklich. Das Powerload 300 ist? Ja, er zeigt das Dreifache an. Ich weiß aber nicht warum. Ja. Änder mal kurz hier was ab. Ja, änder. Und dir keinen Zwang an. Muss ich eigentlich alles ändern? Nope. Hä? Ja, dann funktioniert gerade die. Na? Vorschleife nicht richtig. Was gesagt, die Vorschleife funktioniert nicht richtig. Was hast du geändert? Ich habe da einfach mal kleine 1 gemacht. Oh. Und er gibt die gleichen Werte aus. Oh. Warte mal. Was stand vorher drin? Warte mal kurz, lass mich mal kurz. Blocks Count. Blocks. Hätte es auf Steuerung C gehabt. Ich habe mal das Leerzeichen vor dem Vor weggenommen. Also zwischen Vor und der Klammer. Ja, das macht nichts. Nein. Das macht gar nichts. Es gibt aber einige, die da echt penibel sind, was solche Sachen angehen. Ja. Dann bitte. Aber, deswegen, irgendwie liest er da total also, schmarrn aus gerade. Variable Batterie ist gleich Block wie aus My Battery Block. Aus der Liste. Genau. Das ist ja an sich klar. So, was ist, wenn wir einfach mal. Das Ding ausgeben. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr von C-Sharp Ahnung habt, ihr habt das Programm ja gerade eben mal kurz gesehen. Ihr könnt gerne zurückspulen zu dem Punkt, euch da Pause machen und das Programm mal angucken. Ihr könnt gerne in den Kommentaren Lösungsvorschläge schreiben, wenn das Video denn heute Abend kommt. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Falls wir es bis dahin nicht schon selbst gelöst haben sollten, aber. Ich bin auf eure Vorschläge trotzdem gespannt, falls ihr welche macht. Denn jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass diese Folge auch schon wieder zu Ende ist. Das waren jetzt schon wieder 15 Minuten und ja. Wir verabschieden uns für heute von euch, wünschen euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund und schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge von Space Engineers. Bis denn, tschö. Tschüss. Tschüss.